Der Limo-Service hat uns gerade wieder zum Bahnhof gebracht. Zum Bahnhof, zum Busbahnhof hier. Jetzt fahren wir nach Brisbane? Brisbane. Wir fahren nach Brisbane. 1 Stunde 20 Minuten, haben da ungefähr einen Tag Aufenthalt. Und übermorgen Abend geht's weiter nach Ely Beach. Mal gucken, was wir heute in Brisbane machen. Ja, ab geht's. Das ist unser Ausblick aus dem Hostel in Brisbane. Herzlich willkommen! Mann, ist das hier windig! Unsere Tagestop-Temperatur waren heute 39 Grad. Wir laufen jetzt zum Queensland Museum, weil da ist Eintritt frei, und gucken uns mal an, wie das so aussieht da. Ja, unser Zimmer für eine Nacht ist auf jeden Fall sehr entspannt. Morgen früh geht's, morgen Mittag eher geht's weiter. Ich glaube, 19 Stunden habe ich ausgerechnet, fahren wir dann mit Bus. Also, tschakka. Ja. Ab geht's zum Museum. Das ist echt? Krokodil! Und zweitens ist das hier viel, viel cooler. Das sind die friedlicher. Einzigen beiden Säugetiere, die Eier legen. Man nennt sie auch Rückentiere oder Mosaikform. Proteine. Papagei. Fokus hier. Jetzt. Schon eklig, wenn man sich sowas anguckt. Wunderschön. Motten. Frösche. Oh mein Gott, was ist das? Das ist einfach ein Frosch. Und das ist meine Haare. Okay, ist schon groß, wenn man das so ist guckt. Eine Kröte. Kein Frosch. Ist halt eine Kröte, Mann. Gibt's hier einfach nur einen kleinen. Und jetzt guck mal hier. Oh, das ist schon. Rugona Barbata, siehst du, das ist die, wo ich meinte? Also die ich meinte, die es wahrscheinlich bei uns irgendwo gibt. Nur eine Sorte. So einen haben wir, haben wir nicht gesehen. Hier. Heute gibt's geräucherten Aal bestimmt. Fische. Guck mal hier. Schädel. Das ist meine Welt. Was ist das? Ich würde auf eine Schildkröte tippen. Welches? Das. Stockermöwe. Aber die sind hier braun wegen der Sonne. Das? Das Weibchen dazu, glaube ich. Keine Ahnung, nee, doch nicht. Aber so groß sind die in Rostock auch. Vielleicht sogar größer. Hier zum Vergleich meine Hand. Eine Katze. Andere Tiere. Das sind schöne Tiere hier, die Kakadus. Das sind pinke Kakadus.
Und da unten ist ein Faran. Sowas hätte ich gerne als Haustier. Wand, also ich nenne sie liebevoll Wandteppichtiere, weil wenn du sie ausbreitest, kannst du sie als Wandteppich an die Wand hängen. Voll praktisch. Auch Kängurus sind hier sehr willkommen. Die Handballspiele der vergangenen Zeit. Perfekt, um den Handball zu halten in den kleinen Händen. Hey, komm, Dino-Handball? Jetzt kommen wir zu Neuzeittieren. Die machen erst Fotos und dann Videos. Ja, also da ist jetzt das London Eye. Bloß, das haben die jetzt hierher gebracht, weil die Skyline in London war zu verregnet. Es ist dunkel. $20 mehr, aber bist im gleichen Teil drin. Und jetzt gehen wir einmal durch den Park, einfach auf entspannt. Die Leute, die einen komisch angucken, wenn man filmt. Ja, hier sind wir Touris und nicht die Leute mit den anderen Augen. Stimmt, weil die aus. Ich habe Warheads Extreme Sour Lemon. Okay. Rein damit. Du musst aber auch essen. Wir müssen es gleichzeitig in den Mund nehmen. Okay, dann warte, dann muss ich noch die Kameraperspektive. Mahlzeit. Wir sind auf jeden Fall säuerlich. Am Anfang war es schon ziemlich sauer, aber jetzt werden die zu Lemonendrops. Jetzt ist es halt, ja, jetzt ist es halt super süß. Enttäuschend. Ein von 15 sauren Omas. Oh, wir gehen jetzt zurück ins Hostel. Was? Grüße an Jette, an meine liebe Schwester. Wir gehen jetzt mit der Skyline im Hintergrund zurück ins Hostel. Werden uns was zu essen machen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich morgen wiedersehen. Fühlt euch alle geknuddelt. Rika hat gesagt, ihr sollt euch alle geknuddelt fühlen, aber nicht von uns. Wir wollen uns davon distanzieren. Fühlt euch von eurem Liebsten geknuddelt. Wenn man keinen Liebsten hat, dann ist man nicht dran. So sieht das jetzt aus. Die Sonne geht langsam runter. Ja, geht langsam runter vor allem. Ich gehe jetzt in den Keller und dann macht die da Party. Oh. Wir werden morgen früh vielleicht noch ins Museum gehen, in die Spinnenausstellung. Vielleicht kommt dann ein zweiter Teil von Ich glaube, ich spinne. Mal gucken. Ich glaube, der erste Teil kam nie. Ist ja egal. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Gut Kick. Willst du noch was sagen? Euch lieb. Es wird eh rausgeschnitten. Tschüss.